1979 war das ein kompakter Mini-Synthesizer. Mittlerweile passt ein Synthesizer auch in die Hosentasche. Was aktuelle Pocket-Synths können, erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk-Spezial. Und heute ist unser Thema Pocket-Synthesizer. Und ich lasse zwei Pocket-Synthesizer gegeneinander antreten. Die Patch-Blocks sind alle identisch, ich habe drei davon. Liegen so um die 60, 70 Euro im Verkaufspreis. Jeder dieser Blocks ist quasi frei programmierbar und identisch bis auf die Farbe. Anders im Set von Teenage Engineering. Das sind drei verschiedene Mini-Synthesizer oder Pocket-Synths. Einmal Rhythm, Factory und Sub. Der wichtigste Parameter beim Synthesizer ist natürlich der Sound. Hören wir mal rein, wie der Pocket Operator von Teenage Engineering klingt. Und jetzt mal die Patch Blocks. Im Video wird man das nicht hören, aber mit Kopfhörern wird ganz klar deutlich, Pocket Engineering Pocket Operator rauscht. Dafür hat der Pocket Operator einen Lautsprecher. Ich bleibe aber trotzdem dabei, für mich klingen die Patch Blocks einfach fetter, besser und deswegen geht der Punkt eindeutig an die Patch Blocks. Mit der Bedienung der Teenage Engineering Pocket Synths kann ich mich leider überhaupt nicht anfreunden. Die Taster hier sind meist doppelt belegt. Deswegen ist es immer Pflicht, den Waschzettel griffbereit neben sich liegen zu haben. Ihr seht es jetzt zum Beispiel, Bedienung. Ich habe mir das immerhin merken können. Ne? Also Metronom drücken und Pfeil nach oben und dann wird der Sound lauter. Und ähnlich ist es auch jetzt hier, wieder doppelt belegt, Soundauswahl ändern. Oder Pattern ändern. Ist aber alles immer so ein bisschen friemelig, ja? Was ich auch überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, ist, warum auf diesem großen Display nur so ein Videospiel angezeigt wird, anstatt man mir bei der Bedienung ein bisschen entgegenkommt. Ganz anders die Patchblocks. Rudimentäre Bedienelemente, nur vier. Cut-off. Resonanz. Und hier über den Schalter kann ich die Wellenform ändern. Das fühlt sich wirklich viel besser an als diese kleinen Mini-Mini-Potis. Und ich muss sagen, hiermit, mit diesen vier Bedienelementen, können wir nämlich schon gleich eine kleine Performance machen. So, wenn wir jetzt neue Sounds in die Patchblocks hineinbekommen wollen, dann müssen wir den Patchblock an den Rechner anschließen, per USB verbinden und dann wieder anschalten. Wenn ihr den Editor startet, gibt es erstmal so eine Art Easy Page, wo es einige Presets gibt. Nehmen wir mal hier Progressive Hoover, den Synthesizer. Jetzt brauchen wir eigentlich nur Load to Block klicken. Den Patchblock abziehen, ausschalten. Und dann wieder anschalten. Und schwupp. Und jetzt gehen wir in den Editor. Und jetzt wird es wirklich spannend. Schaut euch das mal an.
Das erinnert mich schon fast so ein bisschen an Reaktor, ne? Und das ist es im Prinzip auch. Ihr habt hier links im Browser die verschiedenen Module. Die könnt ihr hier verkabeln und dann an den Patch-Block übermitteln. So, hier sind verschiedene Beispiele, subtraktive Synthese, mehrere Tutorials und ihr könnt euch hier mal so richtig austoben, Sachen ausprobieren. Bevor ihr das auf den Patchblock überspielt, könnt ihr das auch noch alles mit dem Emulator testen. So, jetzt schauen wir uns mal Teenage Engineering an. Vorteil an dem Konzept ist, man kann tatsächlich auch neue Sounds, neue Sequenzen am Gerät programmieren. Mir allerdings fehlt tatsächlich die Geduld für sowas. Das ist mir zu friemelig, macht mir keinen Spaß und ich finde, bei einem Pocket Synthesizer kommt es erstmal primär auf den Spaß an. Der Clou an beiden Systemen ist aber, dass man die einzelnen Module miteinander kombinieren, zusammenstecken kann. Ich habe jetzt hier meine 303. Mal rein. Und stecke jetzt einfach ein zweites Modul dran. Das ist im Prinzip das gleiche, nur mit einem anderen Preset. Da habe ich nämlich so einen Grain Shifter Effekt draufgelegt. Auch die Teenage Engineering Pocket Synthesizer lassen sich kombinieren. Den dazu. Temposynchronisation ist uns nicht gelungen, aber man hat es gehört. Der Sound vom ersten Pocket Operator geht in den zweiten und beide Signale zusammengemischt kommen dann hier aus dem Audio Out heraus. Ich bin mir sicher, dass man hier auch einen Sync hinbekommt. Ich finde aber die Patchblock-Lösung wieder mal deutlich sexier, viel einfacher zu handeln und ist auch irgendwie geil. So einfach so ein Block so umzustecken. Für mich ist das Ergebnis des Shootouts eindeutig. Mir gefallen die Patchblocks deutlich besser als der Set von Teenage Engineering. Ich habe hier eine Menge Spaß mit gehabt. Man kann hier gleich mit performen. Wer einen wirklich kleinen, voll programmierbaren Pocket Synthesizer sucht, der sollte meiner Meinung nach zu den Patchblocks greifen. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Und bis dahin, make more music mit Musetalk. Tschüss!